Hallo zusammen, ich bin Besuch Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als Sumerien. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Norwegen ist leider Geschichte, weil ich die rauscheaten musste, weil die KI der Norweger einen schweren Fehler verursacht hat, der dazu geführt hat, dass ich nicht weiterspielen konnte. Vielen Dank für all die Antworten, die so schnell gekommen sind. Übrigens, dass ich weitermachen soll, mache ich jetzt natürlich auch, sonst würde das Video nicht rauskommen. Ja, ich werde diese Artillerie, die ich auch dafür benutzt habe, diese Stelle, nicht Stelle, Städte, das war gemein, diese Städte zu zerstören, nicht befördern, jetzt für die nächsten 10 Runden oder so, bis sie halt so Daumen mal Pi genug Erfahrung bekommen hätte, damit sie so oder so befördert werden könnte. Ich weiß immer noch nicht ganz, wieso ich meine Einheit nicht upgraden kann. Inwe hat gesagt, diese Ölquelle hier hätte keine Verbesserung drauf, dieses Öl. Aber ich meine, schaut euch das mal an. So sieht doch ein unverbessertes Öl nicht aus. Wo ist ein unverbessertes Öl? Da ist ein unverbessertes Öl. So sieht ein unverbessertes Öl aus. Das hier sieht mir doch sehr nach einer Modernisierung aus. Außerdem sagt es, warte mal, wo ist es jetzt? Da habe ich es verloren. Außerdem sagt es Ölquelle. Und wenn ihr seht, das dritte von oben sagt Öl, das ist die Ressource und Ölquelle ist die Verbesserung. So wie hier steht Aluminium und dann steht Mine unten. Genau wie hier Ölquelle. So, don't get it. Ich habe die Technologie. Jakarta ist mein. Ich bin der Souverän von Jakarta. I don't know, wieso ich kein Öl habe. Habe ich Öl? Nein, ich habe kein Öl. Damn it. Okay, anyways. So viel dazu. Jetzt werden wir uns wieder darum kümmern. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus, wahrscheinlich, als das letztes Mal, als das Ganze noch funktioniert und ausgesehen hat. Ich musste nämlich nochmal von Runde 267 natürlich anfangen und ich habe jetzt vielleicht irgendwas anders gezogen, als ich damals gezogen hatte. Auf jeden Fall stirbt aber unser lieber. Ah nein, er muss nicht sterben. Er kann weglaufen. Wunderbar. Ich dachte, stirbt hier unser kleiner armer Infanterist gleich. Aber wenn er dahin laufen kann, stirbt er vielleicht gar nicht. Aber Moment, das machen wir nicht gleich, weil wir müssen da zuerst noch schießen. So, du kannst darauf schießen. Du kannst darauf schießen. Okay, das heißt, du kannst auch darauf schießen. Hey, you. No, I'm talking to you. Oh mein Gott, ist das angenehm. Aha, du darfst aber nicht. Aha, Moment, Moment, Moment. Du kannst nicht dahin, ist leider das Problem. Du kannst nicht dahin. Fuck, du musst dich zurückziehen. Du kommst hier hin. Dann kannst du ein Schrittchen nach vorne machen. Oh fuck, jetzt habe ich es zuerst gemacht. Ich trottel. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht schießen. Weil ich nämlich ein Vollidiot bin. Holy shit, wie viel Schaden wir an dem Ding machen. Okay, da müssen wir uns eigentlich fast doch kurz wieder unseren Ritter ausborgen hier. Hoffentlich geht der nicht drauf. Schauen wir mal. Der ist natürlich jetzt auch befördert, weil ich mit dem, das war die andere Einheit, mit dem ich die Städte kaputt gemacht habe, also mit denen ich sie dann eingenommen habe. Da werden wir jetzt halt auch warten. Ich habe keine Ahnung mehr, wie weit der war. Du bist ein Schandfleck. Geh weg. Wir reparieren Kornspeicher hier. Die Folge kommt übrigens wahrscheinlich ein bisschen zu spät, nehme ich an, weil ich nehme sie jetzt gerade zum Mittag auf, am gleichen Tag, wo sie rauskommen sollte und das Internet ist nicht so schnell. Weil, wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen kurzfristig, dass da wieder neue Folgen rauskommt, aber wenigstens kommt eine raus. Das ist ja auch was. Das sind die Standards, denen ich mich verpflichtet fühle. Wenigstens kommt eine Folge raus. Okay, du baust hier mal eine Mine drauf. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich bin jetzt so gewöhnt, mich einfach nur durchzuklicken, weil ich das eben machen musste, um versuchen, diesen Fehler zu beheben, dass ich jetzt mich wieder ein bisschen verlangsamen muss und dass ich mal drüber nachdenken, was wir eigentlich machen wollen. Was ist unsere. Wie sieht es mit Politiken aus? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Habe ich nichts gemacht? Wie schauen wir aus? Aha, so schauen wir aus. Sammelt 25% weniger Kriegsmündigkeit, ist sicher gut. Wie gesagt, Kämpfe auf unserem Territorium sollten wir nicht haben. 50% Nachlass auf Einheitenverbesserung. Oh, du musst noch verbessert werden. Look at that. Yes, verbessern. Und dann wirst du dann Cops. Wobei, dann kannst du nächste Runde nicht schießen. Wobei, so wie das aussieht, machen die das eh schon fast im Alleingang. Okay, Skitia macht auch irgendwas. Oh, da ist ein gemeines Maschinengewehr. Im Sinne von fies, nicht im Sinne von gewöhnliches. Damit niemand denkt, ich wäre in die freundlich oder so. Okay, das wäre mal weg. Good job by you. Wollen wir jetzt vielleicht doch noch kurz mal schießen hier, bevor wir uns vereinigen. Können wir mit beiden schießen? Warte mal, wenn du dahin gehst, kannst du dann schießen? Nein. Ja, aber das Maschinengewehr muss jetzt leider drauf gehen. Jetzt hätte ich gar nicht schießen müssen. Ich hätte mal mit den beiden schießen können und die dafür zum Kopf. Ah, warte, kann ich ja noch. Right. Also zwar, ja, zum Kopf machen. Armeen sind es ja noch nicht. Okay, liebes Zeugbums, du baust jetzt etwas. Und zwar einen Händler vielleicht.
Ja, baue meinen Händler. Wie schauen wir aus so mit der Siegesding? Nicht, dass ich das aus den Augen verliere. Kultursieg immer noch in Kongo, macht aber nichts mehr. Alles cool. Und beim Religionssieg müssen wir hier ein bisschen schauen. Und beim Wissenschaftssieg müssen wir ein Auge auf Barbarossa haben. Aber da sollten wir rechtzeitig ankommen, glaube ich, um dem ein bisschen dazwischen zu funken. Okay, ja, repariere einfach mal weiter Zeug, damit ich mich nicht mit dir beschäftigen muss. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Perfekt. Du sollst jetzt noch, ja, mehr Produktion, oder brauchen wir? Mehr Produktion brauchen wir. Ich glaube, ich werde da holzen, dann Mine, dann nochmal Mine und dann wäre es das auch schon wieder gewesen. Du bleibst natürlich einfach hier stehen. Du sollst weiter fliegen, ja. Flieh, schnell weg, bevor die bösen Maschinengewehre kommen. Wo ist der Ritter? Wo? Was? Du bist. Nein, wir machen keinen Frieden. Ich brauche deine Hauptstadt. Und die kann er mir nicht anbieten, okay? Ich kann das einfach so wegklicken, weil er kann mir die Hauptstadt nicht anbieten. Right now, there are Lass keine 31. schlimmen Erinnerungen hochkommen bei meinen Zuschauern. Problem hier. Ah nein, du kannst so und dann so. Ich muss es ja sehen, das Städtchen. Oh fuck. Wenn ich dir jetzt zu sehr runterschieße, dann. Wie viel Schaden machst du? Ja, das ist schlecht. Dann nimmt sie jetzt Skizien ein und das wäre überhaupt nicht cool. So, nehme, wo. Da bist du. Okay, du bist gar nicht so weit weg. Kann ich da auf die Straße rauf? Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Okay. Zwei Runden. Du heilst dich jetzt einmal. Oh. Ja, aber das heilt dich ja nicht, wenn ich dich. Aber, damn. Ich will ja danach vielleicht. Ne, brauche ich die Beförderung noch? Kann ich dich immer noch nicht befördern? Kann ich dich immer noch nur zum Ritter befördern? Wo bist du, Ding? Kann ich nicht mal zum. Nein. Ich kann dich nicht zum Panzer verbessern. Benötigt ein Öl. Monsters. Dafür wäre Pskov gut gewesen. Da wäre ein Öl. Ich meine, wir brauchen sie nicht unbedingt, aber es wäre halt ein bisschen angenehmer, Zeug einzunehmen mit einem Panzer oder zweien, wenn man sie dann runtergeschossen hat. Hat jetzt schon irgendwer anderer Öl? Oh, genau, Tomiris, sie werden wahrscheinlich immer Freunde werden, gell? Ja. Das ist wieder nur wegen dem Norwegen-Ding. Weil ich die natürlich, also ich konnte zwar einen Kolonialkrieg benutzen, was wiederum, by the way, Beweis dafür ist, dass sie sehr weit hinterher sind, weil das darf man nur, wenn sie zwei Zeitalter hinter einem sind. Aber das hat dann doch alle relativ angepisst, dass ich das gemacht habe und dann hat mich Tomiris nicht mehr lieb gehabt. Was ich nicht nett finde von ihr, haben wir beide diese Ressourcen, ich glaube. Ich sehe da kein Kakao. Oder was auch immer, das ist Kaffee. Warte mal, vielleicht können wir dann wieder ein bisschen netter zueinander sein, wenn ich mir das erhandeln kann. Außerdem haben wir dann mehr Annehmlichkeiten. Nein? Immer noch nein? Ja, okay. Cool. Machen wir so. Habt ebenfalls vielen Dank. Irgendwer Öl. Barbie. Hast du Öl? Barbie ist ein toller Spitzname für Barbarossa, finde ich. Er wird mir sicher wieder entfallen, aber ich bin sehr stolz auf mich. Oh, du hast auch einen möglichen Shit, aber den haben wir schon. Ja, du hast sowieso kein Öl. Okay. Also immer noch kein Öl für mich. Das heißt, ja, wir müssen aufpassen. Was soll man sagen? Alright. Aber das war immer noch die Frage, ob ich dich verbessern soll oder nicht. Ja, dann verbessern wir dich halt. Obwohl ich dich lieber heilen würde. Nein, genau. Du kannst jetzt halt gar nichts machen, deiner. Du. Heilst jetzt wenigstens einmal ein bisschen. Du chillst ein bisschen. Du chillst ebenfalls ein bisschen. Du chillst ebenfalls ein bisschen. Und dann werden wir hier mal brav holzen. Das Uran habe ich nicht abgebaut. Das sollte ich hier nochmal machen. Gibt sicher schön Produktion und Zeug. Und außerdem können wir dann irgendwann Atombomben bauen. Möglichst bevor die anderen es können. Verkauft die mir das jetzt gerade zum zweiten Mal oder ist das einfach die Erneuerung des Deals? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es mal an. Dammit! Geh weg, du, die Kavallerie-Armee. Water and air. The two essentials on which life depends. Von meinem Kasan. Okay, das brauchen wir also nicht mehr. Was können wir ansonsten nehmen jetzt wieder? Kampfsieger gegen. Hat aber gar nicht mehr so wirklich Einheiten aus vorigen Zeitaltern. Ich habe die Produktion nicht mehr? Aha, warte mal. Industriezeitalter und moderne. Sind wir schon? Informationszeitalter? Wait a minute! I need to see something here. Da ist das Informationszeitalter. Da ist noch Atomzeitalter. Atomzeitalter? Zählt Atom. Aha, die sind Atomzeitalter. Das Maschinengewehr ist Atomzeitalter.
Damn it! Die mechanisierte Infanterie und die Raketenartillerie ist allerdings bereits im Formationszeitalter. Für die Maschinengewehre wird es was bringen, ha? Für, nein, nicht mehr für die Maschinengewehre. Das bringt für gar niemanden was. Und ich lasse es einfach. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und die Produktion eh nichts mehr bringt. Ja, lass muss. Wurscht. Gesandte schicken nach Oh mein Gott. Alle nach. Wurscht. Schauen wir mal, ob wir irgendwo noch Richtung Vilnius, Richtung Suzerain kommen. Aha. Keck. No. Wie machen wir das? Ah, du kannst ja eh nicht mehr beschossen werden. Also kannst du dich mal Langzeit hier hinstellen und du kannst hier hin. Eine ganze nächste Runde angreifen. Wunderbar. Das ist ja, wir können einmal einen schüchternen Schuss setzen. Holy fuck! Damn. Wieso machst du so viel Schaden? Oh Gott, oh Gott. Es geht hier hin. Don't be a dick. Don't be a dick. Listen to me. Ich brauche diese Stadt. Verdammt. Ich hab's mir vielleicht gerade voll selber verkeckt. Wäre ja nicht zum ersten Mal so. Müssen wir gleich Skitchen angreifen. Dann wird das Ganze noch viel amüsanter, als es gerade vorher war. Don't do it. Don't do it. Nicht im Weg rumstehen, du Arsch. Warte mal, aber ich kann so rein, oder? Just checking. Außerdem, hoffentlich kann ich es überhaupt einnehmen mit dieser publiken Kavallerie. Eben nicht mal Kavallerie, mit dem Ritter. Der muss sich auch ein bisschen inadäquat vorkommen, muss man sagen. Steht in der Mitte von Maschinengewehren und einer mechanisierten Infanterie und ein paar Raketenartillerie mit seinem Schwert und Schild und fühlt sich groß und mächtig. Finde ich schön. Okay, ja, wir probieren es mit dem Ritter. Wenn es auf 0 ist, soll es gehen, glaube ich. Sage ich jetzt mal. Einmal. Zweimal. Wenn es nicht geht, dann haben wir jetzt natürlich dann ein Problem. Ich schieße einfach noch sicherheitsmal nochmal drauf. Damit es sicher auf 0 ist. Come on. You can do it. Tadam! Wunderbar. Kann uns Kasan. Ich nehme mal an, Moskau ist hier irgendwo. Da ist Schaf. Also den treibt sich da schon Skitchen rum, da wollen wir nicht hin. Du hast also all die Generäle bekommen, I see. Oh shit, wir haben uns gerade in die Nähe von Pskov begeben. Ich meine, wir könnten es uns holen. So lange wird das wahrscheinlich gar nicht dauern. Wurscht. Schauen wir später. Du kannst dich mal hier hin umschauen. Gehen. Ja, Stadt behalten, definitiv. Forschung, nächste Forschung wird Lasertechnologie. Wieso fragt ihr? Keine Ahnung. Weil es das erste ist, was mir aufgefallen ist. Du hast einen Händler noch. Wir brauchen mehr Händler. Du reparierst mal ein Monument. Politikplatz füllen. Wir haben noch einen. Was haben wir schon wieder im Wunder abgegrast? Ist das du? Verbotene Stadt. Ey, ist das spaßig hier? Wir kriegen die ganze Zeit neue Politikplätze. Okay, jetzt muss ich überlegen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Plus 50 Protektion für. Ja, wieso nicht, oder? Dann können wir die Leute besser sabotieren. Das haben wir ja schon mal erfolgreich ausprobiert. Warum muss jetzt jemand staubsaugen? Wieso? Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ihr könnt euch vorstellen, dieses Sauggeräusch im Hintergrund sind die Schreie der sterbenden Russen. Vielleicht addet das ein bisschen Flavor zum Video. Mal schauen. Ihr kommt mal dahin. Du. Aha. Du bist wer anderes. Du bist nicht der, der den. Wann ist der tot? Keinen beschaffen bist du noch. Aha, okay. Wie weit bist du? So kurz mal nach. Schau ihn dir an, den Barbarossa. Satellitentechnologie hat er schon. Immer diese Deutschen und ihre Wissenschaft können es nicht lassen. Sollten mehr Bier trinken, dann wären sie weniger effizient. Wobei sie trinken wahrscheinlich eh schon ziemlich viel Bier, muss man ehrlich sagen. Deutsche. Oder? Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle Deutsche. Ich weiß das ja nicht. Nein, ich will nichts von dir, du kannst mir Moskau nicht geben. Dumm, dumm, dumm bist nur du! Ich weiß, das war kein besonders guter Konter, aber auf die Schnelle ist mir leider nichts Besseres eingefallen. Was soll ich machen? Gesandte schicken. Schon wieder? Ja, dann probieren wir es halt dann aus mit Vilnius. Was ist der Dingbum? Dingbum? Der Suzerain-Bonus von Vilnius? Aha, wunderbar. Wir können keine neuen Zeitalter mehr haben. Auch völlig unnötig.
Sehr schön. Jetzt kannst du dich von da auf das Ding schießen, oder? Locker. Jetzt alle auf das Ding schießen. Kannst du, naja, du kommst nicht wirklich nah genug, glaube ich. Nein, 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 so machen wir das sicher nicht. Das heißt, du kommst mal dahin. Bam. Holy fuck. Was? Scheiße, ich hätte das anders machen sollen. Mein Fehler. Ich war zu überwältigt von meiner Manneskraft hier. Also Armeekraft, besser gesagt. Da ist Tula. Ja, Tula holen wir uns sicher auch noch, aber wo ist verdammt nochmal Moskau? Du heißt dich dabei. Nein, du heißt dich. Ich widerstehe dir wieder der Versuchung hier, ihn aufzuleveln. Dürfen wir nicht, weil er hat unlautererweise seine Beförderung bekommen. Zumindest für den Moment dürfen wir es nicht. Wie gesagt, 10 Runden habe ich gesagt, also ab 276. Naja, aber so viel haben sie jetzt nicht geschossen. Sagen wir 2. Schauen wir mal. Ich meine, er redet, dass sowieso nie abgegradet werden. Dann nimmt er immer nur die Städte ein. Aber vielleicht die Artillerie irgendwann nochmal. 15, ich meine, die Stadt kann jetzt dann eh nicht mehr auf dich schießen. Wie viel Farbbewegung hast du? 3 von 3. Ich komme da leider nicht schnell genug drauf, ist das Problem. Aber die Straßen könnten helfen. Du schieße mal auf ihn. Kannst du auch noch auf ihn schießen? Nein, okay, hätte mich auch verwundert. Aber du kannst da hin. Das heißt, du kannst hier hin. Aha, aber das ist noch zu früh. Das Ding kann noch gar nicht mal. Ja, warte mal einfach. Ich meine, das ist gefährlich, was ich hier aufführe. Aber die Stadt kann nicht mehr schießen. Wo ist fucking Moskau? Da irgendwo vielleicht. Produktion wechseln. Also nicht wechseln. Auswählen. Kanalisation können wir machen, aber wie gesagt, wir haben eher ein Annehmlichkeitenproblem. Wie schon zum 5000. Mal gesagt. Ich glaube, du haust jetzt einen Handwerker raus, um das Uran und das Aluminium und das ganze andere Zeug abbauen zu können. Du baust eine Börse, du verdienst damit Geld, das ist schön. Du baust einen Kornspeicher. Wunderbar. Was tust denn du hier? Blöd in der Gegend rumstehen, das machst du auch. Sehr gut. Noch nicht schießen, oder? Oder ist schon nächste Runde? Nein, noch nicht schießen. Oh, ein weiteres Maschinengewehrchen. Wunderbar. Können wir eine Maschinengewehrarmee ausbilden? Du bleibst hier stehen. Schauen wir mal, mit was die Russen hier noch alles angetorkelt kommen. So, Tula haben wir gesagt, da ist wahrscheinlich in Moskau. Was ist gerade passiert? Aha, da ist noch eine Maschinengewehrarmee. Also, sie geben schon nicht auf, muss man sagen. Es bringt ihnen nicht viel, aber When sie God geben nicht said, auf. let them. Okay. Wir haben 1600 Gold, das ist schön. Könntest du? Wieso geht das nicht? What? Oh. Falsche Einheit. Ginge, sagst du. Okay. Sorry. Ich wieder ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Egal. Bam, weg. Bam, weg. Easy peasy. Okay. Das Öl geht immer noch nicht uns. Okay. Können wir die bitte zerstören? Niemand braucht diese verfluchte Stadt. Okay, dann schauen wir mal kurz. Einmal. Immer noch kein Moskau. Oder ist es da? Hut! Ich wollte nicht laufen. Da ist ein Novgorod. Where the fuck is Moskau? Okay, fuck. Fuck, Maschinengewehr möglicherweise tot. Unangenehm. Synthetisches Material als nächstes. Wieder ohne jeglichen Sinn und Zweck, sondern einfach nur, weil es gerade da war. Gut, dann holen wir uns jetzt erst Novgorod. Fuck it. Wenn wir eh schon da oben sind, dann kommst du hier hin. Du kommst hier hin. Kann irgendwer. Aha, du hättest eh da drauf. Bam, kannst du den? Ja, machen bitte fertig. Dankeschön. Kannst du hier hin? Ist es nur für Artillerie oder warte mal kurz? Das wollte ich schon immer mal nachschauen. Die Zivilopädie. Aufklärungsballon. Vielleicht eine Bombardierungsstärke Einheiten plus 1 Reichweite. Ihr seid doch sicher auch Bombardierungsstärke. Ja. Also sollten sie die auch kriegen. Oh, noch ein Maschinengewehr. Es geht dahin mit unserem Maschinengewehr. Noch eine Raketenart. Was baue ich überall? Bank. Raketenartillerie, ein Stück. Nix. Mechanisierte Infanterie, ein Stück. Einmal Maschinengewehr noch. Nochmal mechanisierte Infanterie. Und wir bräuchten noch zwei Raketenartillerie. Nein, drei. Nein, zwei. Das eine ist ja schon eine Armee. Zwei mindestens. Habe ich da jetzt gerade.
Da wird eine gebaut. Habe ich gesagt, irgendwo wird eine zweite gebaut? Nein, oder? Es wird nur eine gebaut, also müssen wir eine zweite bauen, also bauen wir eine zweite. Du baust die Banker mal. Du baust eine Wassermühle. Aber die really cares. Wir können dich kurz mal vernichten gehen. Yo! Yo, 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 yo. Fertig sind wir. Also nicht wirklich. Also fast gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Fertig sind wir mit dieser Folge, wollte ich sagen. Ha, wow. Da habe ich mich gerade noch gerettet. Okay, ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, dann lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft wirklich. Und die vor allem aber am Shop beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.